Das große Los für den FC International Leipzig, der Drittligist aus Zwickau, zu Gast im Hafenstadion zur Drittrundenpartie des Sachsenpokals. Die Gäste um Coach Joe Ennox, der klare Favorit, Zwickau zuletzt auch in der Liga wieder in Tritt gekommen. Seit 4 Spielen ungeschlagen, am vergangenen Samstag mit 1:0 beim VfL Osnabrück gepunktet und in den letzten 3 Auswärtspartien gerade mal ein Gegentor kassiert. Rein ins Spiel, 3. Minute, Markus Sikora mit dem ersten Abschluss und der passt dann auch gleich. Die frühe Führung für den FSV vor vollem Haus in Leipzig, daher der Pfosten im Weg. Wir gucken uns den Treffer nochmal aus der Hintertorperspektive an. Lukocz macht den Ball fest, der Abschluss von Sikora ist richtig gut und Zwickau früh in Führung. 6 Zeigerumdrehungen später, es ging in dieser Anfangsphase nur in eine Richtung. Möcker mit der Flanke, Ronny König macht den Ball fest und der Rebound landet bei Lars Lukocz. Keine 10 Minuten rum, das 2:0 für den FSV Zwickau, der hier früh die Weichen auf Auswärtssieg stellt. Ronny König, so wichtig für diese Truppe, traf beim 1:0 in Osnabrück und Lukocz hat dann ein leichtes Spiel. Der Oberligist aus Leipzig in den ersten 20 Minuten zumeist mit Hinterherlaufen beschäftigt. Dann gibt's die Einladung von Valentin Möker für Obinna, Johnson, Iloka und der ist auf und davon, überrascht Johannes Brinkies und trifft zum 1:2. So ein bisschen aus dem Nichts der Anschlusstreffer für Leipzig, Iloka Top-Torschütze in der Liga. 9-mal genetzt, traf auch doppelt bei der 3:5 Niederlage in Bautzen und bringt den FCI zurück in diesen Wettbewerb. Die postwendende Antwort aus Sicht der Zwickauer. Marius Hauptmann darf über rechts marschieren. Die Flanke bringt da nichts ein, gibt allerdings Ecke Nummer 2 für den FSV. Die kommt von der rechten Seite auf den Kopf von Max Reintaler und dann ist wieder Sikora da. Ballton auf dem Posten, Fahne geht auch hoch. Treffer hätte aufgrund der Abseitsstellung nicht gezählt. Trotzdem Zwickau blieb am Drücker. Nochmal vor der Pause die nächste Hereingabe und die landet bei Lukocz. Ein weiteres Mal Topi Valtonen, der einen guten Nachmittag erwischte. Bei den beiden Treffern konnte er nichts machen. Der FCI trotzdem dank Iloka weiterhin im Pokalwettbewerb mit 1:2 geht's in die Kabine. Der Sprung in die zweiten 45 Minuten. Leipzig bekommt die Zwickauer Ecke nicht so richtig final verteidigt. Der zweite Ball landet bei Johann Gomez. Nächster guter Abschluss. Szene weiterhin heiß, die Flanke kommt nochmal rein und dann Lukocz in der Mitte, komplett blank gelassen. Lässt das 3:1 fürs Erste liegen. Knappe Stunde rum, der eingewechselte Luca Horn über links. Viel Platz mit dem Auge für Ronny König und dann bekommt Guarnera den Fuß dazwischen. Leipzig schwimmt in dieser Phase, Zwickau drückt aufs dritte Tor. Die anschließende Ecke, Valtonen nicht so richtig sicher, Davy Frick mit dem Kopfball. Und wieder ist es Guarnera, der die Rübe dazwischen hält. Keine 5 Minuten später dasselbe Bild. Die nächste Ecke segelt in den Leipziger Strafraum. Der FCI bekommt es wieder nicht so richtig geklärt und dann Lukocz mit dem nächsten Abschluss. Doch auch der 25-Jährige lässt die Entscheidung fürs Erste liegen. Die Gastgeber in der zweiten Runde beim 7:2 Erfolg gegen Delitzsch ein wahres Feuerwerk offensiv abgebrannt. Davon war heute wenig zu sehen. Zwickau macht es defensiv mehr als solide und hatte offensiv immer wieder solche Momente im Repertoire. Feiner Ball von Gomez in der Mitte, dann Ronny König, der sich einmal drehen darf und den Deckel drauf macht auf diese Partie. Nach 86 Minuten das 3:1, der dritte Treffer an diesem Nachmittag, gleichzeitig der Schlusspunkt auf dieser Pokalpartie. König darf sich auch noch in die Torjägerliste eintragen und befördert den FSV Zwickau eine Runde weiter. Ja, ich muss zufrieden sein für... Wir haben gut gekämpft und wir haben ein Tor gemacht und ich denke, dass wir hatten eine gute Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen heute. Aber leider war der Gegner ein bisschen besser heute. Es ist eine kleine Sache, wie hart geht man in verschiedenen 1-gegen-1 Situationen und dann. Ja, das ist das, was ich denke, das ist der größte Resident. Leipzig muss sich nach diesem Auftritt nicht verstecken, lieferte einen großen Kampf, doch am Ende geht der Drittligist weiter.